Schön, dass du heute wieder dabei bist bei einem der wilden Gerüchte über Rudolf Steiner oder der Fragestellung, hat Rudolf Steiner das Fußballspielen verboten? Nein, das hat er definitiv nicht gemacht. Aber zugegeben, dass Rudolf Steiner das Fußballspielen verboten haben soll, ist wahrscheinlich das peinlichste Gerücht über ihn. Denn wenn wir der Sache einmal sozusagen wissenschaftlich auf den Grund gehen, müssen wir leider feststellen, dass dieses Gerücht, so ärgerlich es auch ist, auf dem eigenen Mist gewachsen ist. Es wurde nämlich in den eigenen Reihen verzapft, ist also tatsächlich ein Eigentor. Dieses Eigentor wurde in der Tat auch schon recht früh geschossen, und zwar von Caroline von Heidebrand, die schon ein Jahr nach Rudolf Steiners Tod, 1926, die Angaben Rudolf Steiners zu einer Art Waldorf-Lehrplan zusammentrug. Unseligerweise schrieb sie dort, das Fußballspielen ist den Schülern auf dem Schulgelände verboten. Das war damit geschrieben wie auf den Tafeln des Moses vom Berge Sinai. Immerhin, sie hatte nicht formuliert, Rudolf Steiner habe das Fußballspielen verboten. Allerdings hat sich das Heidebrandsche Gebot in den Köpfen der Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer fortgesetzt. So kam es, dass auch noch 1962 ein Artikel von einem führenden Waldorf-Sportlehrer erschien, der die Aussage von Caroline von Heidebrand sogar noch auf die Spitze trieb. Er postulierte: Rudolf Steiner lehnte das Fußballspiel als pädagogisches Mittel ab und verbot es für die Waldorfschulen. Auch hier fehlte die Quellenangabe vollständig. Eine unselige Rolle spielte dabei auch ein bekannter anthroposophischer Arzt, der einige Jahre lang Schularzt an der Stuttgarter Waldorfschule war und seit 1981 kritische Aufsätze gegen den Sport und den Fußball verfasste. Allerdings muss auch festgestellt werden, dass schon seit einigen Jahrzehnten das Fußballverbot an den Waldorfschulen ohnehin gefallen und vergessen ist. Wahrscheinlich wird heute an den Waldorfschulen ähnlich wild und vergnügt herumgekickt wie anderswo. Das Eigentor beim Fußballgerücht ist aber umso peinlicher, wenn man nach einer Literaturrecherche herausbekommt, dass es von Rudolf Steiner nur eine einzige Stelle gibt, an der er sich über den Fußball äußerte. Da diese Quelle dadurch besonderes Gewicht bekommt, will ich sie etwas ausführlicher zitieren. Sehen Sie, ich war diesen Sommer auch in England. Gerade als wir abreisten, war ganz England voll von Erregung. Alles wartete gespannt auf die Abendblätter. Auf was warteten Sie? Auf den Ausgang des Fußballspieles. Ja, wofür interessieren sich heute die Menschen? Also viel mehr als irgendein Ereignis, das mit Wohl und Wehe von Millionen Menschen etwas zu tun hat, interessieren sich heute die Leute für diese Dinge, die nach und nach den physischen Leib wegziehen vom Lebendigen. So, dass der Mensch überhaupt nur mehr ein Erdentier wird. Ich will nun nicht gegen den Sport im Allgemeinen reden. An diesen Ausführungen erkennen wir, dass es Rudolf Steiner in erster Linie darum ging, die kulturelle Verflachung durch das Massenphänomen Fußball zu konterkarieren. Im gleichen Sinne hatte er sich übrigens auch gegen ein ähnliches Massenphänomen gewandt, gegen den Olympismus. Es war im Jahre 1920, als die Olympischen Spiele in Belgien stattfanden. Damals hatten sie noch längst nicht den Pomp, den sie seit 1936 mit Hitler erhalten hatten. Dennoch wandte sich Rudolf Steiner seinerzeit schon gegen den Anachronismus des Spitzensports und der Olympischen Spiele. Für ihn waren die Olympischen Spiele und alle Gedanken, die auf Ähnliches hinziehen, nichts anderes als ein gewisser Dilettantismus gegenüber der menschlichen Kulturentwicklung. Dass Rudolf Steiner den Fußball nicht verboten hatte oder hätte, lässt sich zudem
aus seiner liberalen Einstellung gegenüber dem modernen Sport kombinieren. Als ihm bei einem Lehrerkurs in England die Frage gestellt wurde, ob es sinnvoll sei, Sportarten wie Hockey und Cricket in den Waldorf-Lehrplan aufzunehmen, antwortete er: Es ist durchaus nicht die Absicht der Waldorf-Schulmethode, diese Dinge zu unterdrücken. Sie können schon betrieben werden, einfach weil sie im englischen Leben eine große Rolle spielen und das Kind ins Leben hineinwachsen soll. Dieser Sport hat nur einen Wert, weil er eben eine beliebte Methode ist und man soll durchaus das Kind nicht zum Weltfremdling machen und es von allen Moden ausschließen. Man liebt Sport in England, also soll man das Kind auch in den Sport einführen. Sicherlich Hockey und Cricket sind nicht Fußball. Doch ist das Statement von Rudolf Steiner in meinen Augen so eindeutig, dass als gesichert gelten kann, dass Rudolf Steiner das Fußballspielen niemals verboten hatte. Das fälschliche Fußballverbot wurde vielmehr dann nach und nach unter den Waldorflehrern, Schulärzten und Anthroposophen emporzitiert. Abschließend möchte ich mir aber einen kurzen Seitenblick auf den großen Fußball von heute nicht verkneifen. Denn es war ja die kulturelle Verflachung durch den Fußballkult, die Rudolf Steiner schon damals vor 100 Jahren Sorge bereitete. Was ist daraus geworden? Alleine, wenn wir uns an die letzte Fußballweltmeisterschaft Ende 2022 in Katar erinnern, können wir eine Gänsehaut bekommen. Der große Fußball ist inzwischen so verkommen, dass sogar das EU-Parlament eine Resolution gegen die Fußballweltmeisterschaft und auch gegen die FIFA, den Weltfußballbund, verabschiedete. In dieser Resolution ist zu lesen, dass man die Fußballbehörden auffordere, künftig mehr auf die Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu achten. Zudem ist man sich im Europaparlament einig, dass die Korruption innerhalb der FIFA weit verbreitet und systemisch verwurzelt sei. Doch trotz aller Kritik, der FIFA-Boss Infantino sitzt fest im Sattel. Er wurde sogar kürzlich wiedergewählt. Naja, einen Gegenkandidaten gab es typischerweise gar nicht. Obwohl man weiß, dass er ein Despot ist und Dreck am Stecken hat und Sportswashing betreibt. Doch 2024 ist zunächst wieder einmal die Fußball-Europameisterschaft. Dieses Mal wieder in Deutschland. Dabei erinnern wir uns sicherlich an die letzte Meisterschaft in Deutschland, 2006. Sie ist unter der Bezeichnung das Sommermärchen bekannt und stets mit den Zusätzen Skandal, Affäre oder Korruption assoziiert. Ich würde nach dem Abpfiff sagen, 1:0 für Rudolf Steiner. Auch wegen seiner mutigen Behauptung, dass das Massenphänomen Fußball für Kulturdilettantismus steht. Dies darf freilich nicht eine Art Genugtuung sein. Im Gegenteil. Es besteht eher Anlass an dieser Stelle, um Nachsicht für dieses Gerücht, für diese Ente und Fehlentwicklung zu bitten. Auch bei den jungen Menschen und Schülerinnen, die unschuldig auf das Fußballspielen an ihrer Waldorfschule verzichten mussten.